Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz heutigen Mittwoch. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, alle Medienvertreter, zur Vorstellung unseres neuen Trainerteams. Zu meiner Linken einmal Brandon Reed und zu meiner Rechten Pierre Beaulieu. In Vertretung von Frau Schneider-Bodin, die schon einen lang geplanten Urlaub weilt, aber trotzdem natürlich alles optimal vorbereitet hat, werde ich heute die Pressekonferenz leiten. Deshalb bitte ich Sie da einmal zu entschuldigen. Noch mit vorne am Podium der Berater des Aufsichtsrats, Rüdiger Noack, und Sportdirektor und Geschäftsführer Matthias Roos, die sich auch alle noch äußern werden zur Trainerverpflichtung. Anfangen möchte ich auch dann direkt schon einmal mit Rüdiger. Rüdiger, das Sommertraining hat schon begonnen. Erzähl doch mal nur mal kurz schon mal, vielleicht um reinzukommen, wie ist der Ablauf für die nächsten Wochen? Wir sind ja ein bisschen spät dran dieses Jahr, also spät in dem Fall, weil wir zeitlich ausgeschieden sind. Das war, also sonst ist es ja schon in Ordnung. Wir haben also am Montag angefangen mit der kleinen Gruppe, die hier ist. Die Leitung hat dieses Jahr Ecki Schuster, der uns ja viele Jahre betreut hat mit, auch über die Saison. Und wir machen natürlich das altbewährte Programm auch mit PA-Training, mit Voss und Schneider, so dass wir eigentlich einen Rhythmus haben für die ersten vier Wochen, der gleichmäßig ist in den Wochentagen. Wir sind also montags beim Sportclub Bayer, die uns dankenswerterweise entgegengekommen sind und die Halle im Sportpark, Covento Sportpark zur Verfügung stellen, sind dienstags an der Treppe oder auch in Neukirchen-Flühen auf dem Platz, sind mittwochs regelmäßig dann im Rhythmus im Badezentrum zu einer Aqua-Jogging-Einheit, sind am Donnerstag und Freitag dann wieder bei Bayer. So werden wir die ersten vier Wochen durchziehen mit dem kleinen Kreis, der da ist. Wir werden so zwischen 7 und 10 Leute sein. Das ist immer nach natürlich Krankheit, Verletzung, Arztbesuche und, und. Morgen macht der Florian einen Funktionstest und dann ziehen wir mal 4 Wochen durch, damit wir den Herrn hier, Brennan und Pierre, zum 1. August zumindest eine von den Jungs, die hier sind, fitte Mannschaft zur Verfügung stellen können. Damit dann die spezifischen Einheiten losgehen, Brennan. Ja, du hast den Namen angesprochen, Brennan. Wie seid ihr auf den Namen denn überhaupt gekommen? Auf den Namen Brennan Reed zu kommen, ist nicht zu schwer, weil Brennan war, denke ich, allen bekannt hier, den Journalisten auf alle Fälle, ein hervorragender Eishockeyspieler. Auch natürlich Rheinseite, wäre schön, wenn er damals schon bei uns gewesen wäre, aber wir haben immer weiter verfolgt und durch einen guten Kontakt mit seinem Berater, den wir auch schon den Kontakt jahrelang pflegen, war Brennan natürlich auch immer wieder mal im Gespräch, ob er schon zu uns kommen könnte. Wir hatten vor 3 Jahren auch mal im Kopf als Assistant Coach, aber da hat Brennan Reed natürlich dankenswerterweise gesagt, nein, Assistant Coach nicht. Wenn ich mal in die DL zurückkehren will, dann als Head Coach. Und da bin ich froh, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, dass Brennan als Head Coach zurückkehrt, zumal natürlich noch mit dem Erfolg im Koffer Champion in Dänemark, aber ich habe auch durch die Kontakte immer wieder gehört, dass es sogar Aktion gab, wo Brennan natürlich das Nachwuchsprogramm auch in Dänemark mit vorangetrieben hat, wo alles sehr, sehr froh war, dass Brennan Reed wieder noch ein Jahr und noch ein Jahr auch in Dänemark geblieben ist. Und ich sag mal Dänemark, wir haben immer früher auch sogar ja Dänemark, aber Dänemark ist eben schon jetzt über viele Jahre ein Bestandteil in der A-Gruppe. Nicht? Und das freut mich ganz besonders, das freut, glaube ich, die Organisation, dass wir mit einem Neuanfang, mit der Philosophie,
von Bren und Pierre hoffen, dass wir Step by Step wieder uns dorthin bewegen, wo Krefeld eigentlich als einzige Traditionsstadt hingehört. Ich sag mal, in der Mitte der Liga. Realistisch müssen wir ja auch ein bisschen bleiben. Aber in der Mitte der Liga wollte man eigentlich in den nächsten Jahren, das müsste man eigentlich schaffen. Denn es gibt nicht allzu viele Städte, die von der Substanz her so Eishockey-Tradition haben. Ich nehme mal die finanziellen, materiellen, technischen Dinge alle raus, aber was wir zum Eishockey brauchen, das haben wir, glaube ich, in Krefeld. Wir haben eine hervorragende Sportstätte, wir haben eine Gesellschaft da, die jahrelang natürlich sich auch aus dem Fenster gelehnt haben, dass es erhalten geblieben ist, dieser schöne Sport, und dieser schöne Sport gehört einfach zu Krefeld. Euch wünsche ich viel Erfolg. Das ist schon mein Pair. Danke. Herr Rüdiger hat ja bereits die Meisterschaft angesprochen, Brandon. Congratulations for the Championship in Denmark. What's your opinion? What is the biggest difference between the Danish league and the German Liga? Well, I think first off, thank you for the congratulations on the championship. I mean, the biggest difference from the Danish league to the German league will be the quality first off, the imports. That I will be able to work with as a coach. I believe in Germany, working with the Krefeld Penguins, my resources already have been very, very good. I'm very excited to work with Matthias and Pierre and Rüdiger and Mr. Schultz and everybody that's involved here. The DEL is an elite league. I played in it for many years. The Danish league is more of a stepping stone. With that said, it was good for me to be there for 2 years of my 3-year contract to see if my philosophy of coaching was going to be successful. And with those 2 years, I'm confident now that we can come in here and work together and do the right things to get the passion back here in Krefeld. Hockey-wise, I think the speed is very similar. I think the top teams in the Danish league could play some very good games against any team in the German league. I mean, you just have, like I said, you have a lot more to work with in the German league, with the German players being a little bit more elite than the Danish players. The imports being a little bit more elite than the Danish import players. So for me as a coach, and I'm sure Pierre is thinking the same way, it gets me very excited to be here. Also einmal, um das Ganze kurz zu übersetzen und zusammenzufassen. Der größte Unterschied sind eigentlich die Importspieler, die da einfach eine höhere Qualität haben als in Dänemark. Hier in Deutschland spielen einfach die besseren Importspieler. Er ist froh, dass hier soweit alles vorbereitet wurde, auch im Team mit Rüdiger und Matthias, dass hier alle, alle Ressourcen bereitgestellt werden, dass man hier in Krefeld in der DL eine gute Competition hat. Und er sieht die DL als Elite-Liga an. Und Dänemark ist da eher ein Sprungbrett als eine Elite-Liga. Also das heißt, Dänemark dient eher dazu, dann in die größeren Ligen als Trainer sich weiterzuentwickeln. Er geht mit einem großen Selbstbewusstsein hier rein. Da wieder die Passion, also die Leidenschaft zurückzubringen nach Krefeld ins Hockey. Das ganze hockeytechnisch, wie er das sieht, den Unterschied zwischen Dänemark und der DL. Also er glaubt, in der DL ist einfach eine viel höhere Geschwindigkeit, wobei er auch glaubt, dass Top-Teams aus Dänemark auch mithalten können mit einem Team der DL. So Brandon, you played some pretty much games in the DL with Düsseldorf and Hamburg. You had some big derbies against Krefeld, yeah, with Düsseldorf. What are your memories of the König Palace? Well, I played a lot of games against Krefeld when I was in Düsseldorf.
also when I was in Hamburg. But I mean, you can remember the series of Dusseldorf against Krefeld when we went to the finals the one year in Dusseldorf. The fans here were energetic, they were alive. That season was a huge season, I think, for Krefeld. They had a great team. It was hard to play here. So when I'm going to be coaching here next year, I'm excited for our fans to make it a hard place to play in. But I mean, most importantly, as a coach and as a player, you want to play in front of a fan base that has, you know, some of the best passion in the league. And, I know it's a smaller town and compared to some cities, but I mean, the passion in the rink from the fans, it's been a culture here for a very long time, and that's something exciting for me to be a part of and to jump into, for sure. Um das einmal zu übersetzen, er kann sich noch sehr gut an die Derby-Serie erinnern gegen Krefeld, als Düsseldorf dann ins Finale gekommen ist. Leidenschaftlich energiegeladene Fans, die wir haben. Es war immer sehr schwer hier zu spielen und das ist auch das, was er umsetzen will mit unserer Mannschaft im nächsten Jahr. Das heißt, hier zu Hause muss es immer hart sein, zu gewinnen oder überhaupt Punkte mitzunehmen. Und das will er auch mit der Truppe im nächsten Jahr umsetzen. Die Fanbase, klar, wir sind Krefeld, wir sind eine kleinere Stadt, aber trotzdem sind die Pinguine hier eine Art Kultur geworden oder sind eine Art Kultur, um das auch weiter zu pflegen. So, Brandon, which kind of hockey will the Penguins play under your control in the next season, and what are your expectations of the players? Well, as a coach, I think it's very important for jetzt sind, was die Stärke angeht, jungen Spielern auch das Selbstbewusstsein zu geben und Spielzeit zu geben, auch den Veteranen dann auch Pause zu geben, um dann in den großen Momenten einfach da zu sein und dann die Tore zu machen. Und in der offensiven Zone und in der defensiven Zone auf jeden Fall immer aggressiv spielen. Aber wichtig ist wirklich, dass jeder Spieler auf derselben Linie ist, welche der Trainer vorgibt. Und ja, eine Identität zu kreieren, die er jetzt noch nicht kennt, aber die wird sich in den ersten 2-3 Trainingswochen auf jeden Fall herauskristallisieren. Diese Identität der Mannschaft. Thanks, Brandon. Thank you. Then to you, Pierre. So, Rüdiger talked about the summer practice. Do you have a specific plan for it, or do you have an overview about what's going to happen in the summer practice? What are your expectations for the summer? Well, I think that's something that, as an organization, we've talked about. We sat down yesterday and had a conversation. Sat down yesterday with Matthias. We coming up with a plan as an organization. We sat down yesterday and talked a little bit about what that structure will look like, and that's something that we're going to develop over the next coming days before Brandon and I depart for Canada. And we're going to coordinate that with Matthias all summer and our strength and conditioning coaches and make sure that guys are ready for the start of training camp. Also bis zur Abreise werden die sich da auf jeden Fall noch austauschen und den Plan vorgeben, aber natürlich auch über den kompletten Sommer immer wieder mit unseren Koordinationstrainern, mit PA-Training, mit Ecke Schuster zusammenarbeiten und immer auch wieder die Ergebnisse zu checken und dann auch gegebenenfalls zu justieren. So, and when we will meet the players for the first time? I think over the next coming days we're going to have the opportunity to meet a few of the local guys that are here training, preparing. I'm going to be coming back in the middle of July, as will Brandon towards the end of July, and at that point we're going to sit down and Brandon and I will prepare our one-on-one meetings and how we're going to discuss with each individual players to get to know them, understand how they tick and make sure we can get the most out of them once training camp begins. Also er wird dann Mitte Juli wieder zurückkommen, Brandon Ende Juli. Und dann geht es einfach daran, den Plan zu setzen für die Saison in diesen 2-3 Wochen. Einzelgespräche vorzubereiten, was sind die Erwartungen an jeden Spieler. Und da wird dann der Plan für die Saison gemacht. So, before you coming to Krefeld,
worked as an assistant coach, goalie coach, and video coach before. So what do you think? What will be your role in the coaching? Yeah, so my experience, I came to Europe and started coaching goaltenders primarily. I developed a knowledge of video and have done those two jobs for the first 4 years that I was with Klagenfurt. And when I moved to Innsbruck, I became an assistant coach and also did the goalie coaching and video work there as well. So I think it's important that Brennan and I discuss how we're going to work. That's something that we have touched on over these last couple of weeks, but as you all know, Brandon was pretty busy, so that's okay. But we've got a summer of planning ahead of us, and I think that's something that Brandon and I are going to prepare for. We're going to find our niche, talk about what our strengths are and where we're going to work and what areas, what specific areas are going to be responsible, my responsibility and Brandon's responsibility, and then we're going to move forward and put our boots on the ground and get to work come August. Also er hat ja, wie er schon sagte, als Videocoach und Goaltender-Coach schon viele Erfahrungen sammeln können, hat da ein großes Wissen angehäuft. Und ich sag mal, diese ganze Zusammenarbeit wird sich dann auch wirklich finden zwischen den beiden. Beide müssen schauen, wo sind ihre Stärken, wo kann man, wo muss man zusammenarbeiten, in welchen Bereichen hat jeder seine Stärken, um dann im Endeffekt ja das ein Top-Trainer-Team abzugeben. Und das wird sich dann auch alles noch zeigen, weil Brandon ja natürlich etwas beschäftigt war in der letzten Zeit, deshalb war da jetzt noch nicht so viel Austausch, aber trotzdem, der Austausch war da und sind auf jeden Fall auf einer Linie, was die kommende Saison angehen sollte. Thanks, Pierre. Ja, dann einmal zu Matthias. Matthias, wir hatten jetzt mit Franz Ritzmeier einen ziemlich jungen Trainer vor 2 Jahren und hatten mit Ricardo einen sehr erfahrenen Trainer. Jetzt haben wir wieder ein ziemlich junges Trainerteam mit Brandon und Pierre. Warum hat man sich so entschieden und was glaubst du, welche Einflüsse können sie in die Mannschaft einbringen? Also so ein Entscheidungsprozess dauert immer ein bisschen. Das saßen größtenteils der Schulz, Rüdiger Noack und ich zusammen. Da gibt es natürlich Ideen, Möglichkeiten und dann diskutiert man über die Namen. Rüdiger Noack hat dann eben auch Brandon dann reingeworfen, wie eben auch vorhin schon gesagt hat, das erste Mal schon vor 3 Jahren drüber nachgedacht. Und dann ist eine lange Liste am Anfang, dann geht man das durch. Am Ende waren es dann 3 Namen. Und dann war Brandon dann der klare Favorit für uns. Ich glaube, klar, Unterschied Franz Ritzmeier als junger Trainer, Ricardo Ono als älterer Trainer. Es geht aber, glaube ich, nicht darum, es ist ähnlich wie jetzt hier bei Spielern, ob jetzt jemand jung oder alt ist, sondern wir wollten ein hungriges Trainerteam haben. Und es ist ein großes Fachwissen da bei beiden, haben wir uns intensiv so ausgetauscht. Die Spielweise, die Brandon in Aalborg hatte spielen lassen, die sagt uns definitiv zu. Mussten die eine oder andere Justierung jetzt vornehmen jetzt in der Mannschaft oder auch Veränderungen, aber sonst passt das eigentlich ganz gut und davon überzeugt, dass wir dann auch erfolgreiches Hockey spielen werden. Also deswegen vom Alter her, wenn man eine Organisation wie Aalborg, die sicherlich jetzt kein Top-Team gewesen ist, als er Brandon das übernommen hat, zu einer Meisterschaft führt, dann ist das entsprechend Qualität. Und Pierre, der jetzt seit 8 Jahren in Innsbruck und in Klagenfurt hervorragende Arbeit geleistet hat, hat in Österreich einen exzellenten Ruf. Für uns war wichtig, dass wir dann auch jemanden haben, der auch unsere Torhüter trainieren kann. Und auch das ist natürlich ein Schwerpunkt jetzt dann bei Pierre. Ja. Ich denke, in den letzten Jahren waren wir, glaube ich, der einzige DL-Club, der ohne Torwarttrainer gearbeitet hat. Und deswegen glaube ich, dass auch ein Patrick Klein, der sehr gute Leistungen schon gezeigt hat, aber wenn er jetzt einfach einen Torwarttrainer hat, dass dann noch einiges mehr rauszuholen ist, was für seine Entwicklung sehr wichtig ist. Ich habe in den Gesprächen mit Brandon noch immer wieder rausgehört, dass das Wort Nachwuchsförderung oder ja, gerade die Jugend ein großer Teil ist. Wie siehst du das ganze Thema? Nein, also Spieler muss man entwickeln, ganz klar. Und wenn man eben ein geringes Budget hat, das was bei uns der Fall ist, dann ist es umso wichtiger, junge Spieler halt dann auch zu entwickeln. Im Moment, wenn man jetzt die Stürmer bei uns jetzt auf dem Kader anschaut, ich glaube, wir haben 8 Stürmer bisher bekannt gegeben. Mr. Philipp Kuhnig hat jung und die anderen 7 zählen dann doch eher schon zur älteren Kategorie. Aber es werden noch mal einige junge Spieler folgen und wir haben Elmar Schmidt im Nachwuchs im KV 81. Auch da gibt es gute Kandidaten, die mit einzubauen. Vielleicht auch noch irgendwo andere junge Spieler abzuwerben. Da sind wir dran, haben wir auch schon getan. Und natürlich wird dann von den Trainern erwartet, die zu entwickeln. Und das können beide, das haben auch beide schon bewiesen. Natürlich auch dahingehend, dass es innerhalb der DL Veränderungen geben wird, was eben diese U23-Regelung betrifft für die nächsten Jahre. Und sind wir zuversichtlich und haben wir das optimale Trainerteam gewählt.
Wie bist du denn daran gegangen, die beiden zusammenzubringen, Ben und Pierre? Weil sie kennen sich ja noch nicht. Wie bist du da an die ganze Sache rangegangen, die beiden zusammenzubringen? Genau, auch da war eben ja, der Ursprungsgedanke, Herr Schulz, Rüdiger Nowak und ich, dass wir eben auch auf der Co-Trainerposition einige Namen aufgeworfen haben. Und da ist PS-Name auch mit dabei gewesen. Dann befasst man sich mit den Trainern. Brandon hatte, wie du schon gesagt hast, eben auch sehr viel zu tun mit Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale, dann aufs Finale. Und Pierre war dann der, einfach so aus den Gesprächen heraus, die ich hatte, wo ich mir sicher war, dass das der ist, der mit Brandon 100% auf einer Wellenlänge liegt und die sich bestens verstehen werden. Und wie gesagt, Brandon, guck, dass du irgendwie ein bisschen Zeit hast, dass du dich jetzt mit Pierre befasst hast, dass du mit ihm telefonierst, dich austauscht. Das haben die beiden dann gemacht und dann hat Brandon mich dann abends zurückgerufen und gesagt, ja, den will ich. Jetzt sitzen wir hier. Genau. Ja, also das wäre es jetzt soweit vom moderierten Teil her. Gibt es noch Fragen aus der Medienrunde?